So, are we riding there? Ja, können wir. Wollen wir uns denn Zooberry Creek reiten, alter Kollege? Ich glaube, das machen wir. Wo haben wir denn den? Da haben wir den Magal. Ja, natürlich außerhalb des Gebiets hier von New Hanover. Wir kommen dann nach Amoy, wohin auch immer, irgendwas mit E. Ist immer gut. Na, geht ja noch. So where are we going? Find a new spot to camp. We're packing up and moving on. Ja. Mehr werden wir leider auch nicht machen können, ne? We'd already pushed our luck too far before that mess we just made in Valentine. Ah, that didn't sound good. Yeah, you know. Killed a lot of law. Killed a lot of Cornwall's men. They must know where we are by now. Ja, Logo, ich frag mich auch, ob wir überhaupt noch in ein Lager zurückkommen oder nur noch in den Haufen Asche. Yeah. Und hallo, Läusel, und danke. Area called Dewberry Creek. Dutch wants us to give it a look. Make sure it's clear and a good place to lie low for a while. I've only known him a few months, but the way he talks, I never thought I'd see one. Aber wir schieben ihn hier draußen sein Auto auf dem Dach durch die Gegend. And I know by now, there ain't no lying low. There's too many of us for that. And there ain't no way Dutch is gonna just hide away in a cave somewhere. Goes against everything he stands for. That'd be admitting we're nothing more than low-down criminals. Which we are. You don't have to tell me. Ihr seid nicht nur Kleinkriminelle. Ja, aber scheint eine schöne Gegend zu werden, in die wir da ziehen, ne? Das ist echt nicht übel. So where does it end? Where does what end? Moving, alles. The running. Yeah. Dutch don't see it as running. Call it what you want. I don't know. Before, put enough time and distance between you and the problem, eventually it went away. I mean, this is a big country. But now, the Pinkertons, better paid bounty hunters. I ain't so sure. Maybe the price on our heads got too big. Yeah, they've certainly got money behind them. They've got Cornwall's money behind them for one, which guarantees even more trouble. Why does it always rain on me? Wagen? What are you getting off for? Bist du gerade neben mir geritten oder was ist los mit dir? Oder so. Na gut, wir sind kurz vor der Grenze, dann wollen wir doch mal eben raus aus dem Kopfgeldgebiet, bevor hier die Gesetzeshüter kommen und uns den Arsch versorgen. Easy. Denn ich habe jetzt erstmal genug von toten Gesetzeshütern und so. Und halt so. I think that must be it up ahead. The old dried up creek. Seems very open. Yeah, it does. Ain't sure to be the best in the rain, neither. Well, let's take a look around. Careful. Ah, yeah. Ich suche Dewberry Creek. I see something over there. Nach Anwohnern. Ja, sehe ich. Ja, da drüben. Oh, oh. Ei. Da ist noch die Leiche. Ja. Ach, deswegen. Geier. Ah, ja. Aha. Ja. Das ist aber gerade so stimmungsvoll irgendwie. Good, Mann. Girl.
Oh, mein Dead Eye ist komplett leer. He's been shot. Let's be careful, Arthur. There's a camp just up ahead. Sure. Let's get ready for business. Any issues? Shoot first, debate second. I'm not gonna shoot for the sake of it. All right, Charles, let's go take a look. Look, here it is. Also auf jeden Fall eine Spur. A few tents, but place looks empty. Let's have a look around and make sure. Nicht mehr folgen. Vielleicht wird mir dann noch angezeigt, dass wir was aufnehmen können. Okay. Aha. Dosenmais. Where is everybody? Eine gute Frage. Ich kann jetzt ein bisschen was zu essen. Be careful. I'm being careful. Alter. Yeah. Okay. Sure. Was ist da vorne? Someone's still here. There ain't no one here now. I ain't so sure about that. Cool, wenigstens ein bisschen Munition und so. Das ist ja schon mal abgefahren. Jetzt hier oben. Ich kann ja hier noch nicht mal rennen. Okay. Fertig, geht aber hier um die Ecke, ne? In den Wagen? Unter den Wagen? Nach doch da. Da ist doch wer. Wir bestimmt wieder nur von einer ganz bestimmten Ecke irgendwie anquatschen oder wir müssen die Sachen wegmachen oder so. Taffe Frau hier. Okay. It's okay. Polter. You okay? You don't mean no harm. Tja, Arthur, und jetzt? Are you okay? Sprechen Sie Deutsch? Ah. German? No. Now go on, get out of here. Go, we need the land, go. Get the hell out of they here. They took our father. Who did? Men, last night. Where did they take him? They ain't no business of ours. I don't even speak their language. You ain't as tough and dense as all that. Come on, Arthur. Oh, das hat ihm aber jetzt gut beigebracht. Und ich auch. Wollte nicht immer so abgestumpft sein. Let's see if we can pick up a trail. Ja, und willkommen, Tim zockt. Tim, grüß dich. Sei willkommen hier beim MKL. So. Nun hoppeln wir mal ein bisschen weiter. There. Tracks. Come on. Okay, wir müssen sowieso ihm folgen, also brauchen wir gar nicht viel machen. Das ist schon mal ganz gut. What's going on with you? What do you mean? You were just gonna send that woman and her children on their way? We're wanted, man. We got Pinkertons breathing down our necks. We should be moving camp, not running off on some wild goose chase. Come on, Arthur. That's not how you are. Well, ja, ich meine, Arthur ist auch ein bisschen angepisst, Freunde, durch die ganze intelligenten Handlungsweisen unserer
Homies. Okay, looks like they go down this way. Ich überlege, ob wir dem einfach mal ein bisschen helfen beim Spurenlesen. So, what happened with those Pinkertons anyway? When you were fishing with Jack? Said they were on to us. Offered me freedom if I turned. Hier ist eine andere Spur. They picked the wrong man there. We should have moved right then, if you asked me. Wait, just let me make sure this is right. Na gut. Guck du mal, wer schippert denn da hinten auf seinem Bötchen? Continues along the shore here. So you were just talking about something? Bastards told me they killed Mac. I said it right in front of Jack. Kid, it's gonna be tough for him. Yeah, but he has more folk looking out for him than most of the rest of us had growing up. Easy. Naja. John said he was going back to the auction yard to collect the money for those sheep. He'd be a damn idiot going anywhere near that town right now. Er ist ein Idiot. Er wird das machen. He reckoned he'd be able to slip in and out. Oh, well. If it's John's idea, it must be a good one. Du, Alter. What is it with you and him? He disappeared on us for a while. When Jack was real. Think this is the right way? Give me a second. So, aber ich denke, ich müsste sowieso mal hier ein bisschen, Deadeye und so auffüllen, wenn ich überhaupt noch was hab. Ja, ein bisschen Deadeye gibt's hier bei gesalzenen Innereien. Lecker! So, gucken wir nochmal, was haben wir noch? Süßigkeiten. So, muss erstmal reichen. So, where was I? When Jack was real young. A long while. Year. He did? And we was family, you know? Guess I still ain't fully forgiven him for that. There's a camp up ahead. Be careful. Easy. Seems deserted. Let's take a look. Ja, erstmal ein Adler-Look. Und dann kommt, da hinten ist nämlich was, aber das war, glaube ich, ein Turkey. Ein Drutan. I don't know. But you know something? This is a better camp spot than back there. Much easier to defend. Ruft jemand? Ist irgendwo jemand geknebelt und gefesselt? Da. Quick, cut him free and let's get out of here. Vorsicht, Vorsicht! Das ist eine Pfanne vor! Wussten wir doch, ne? Natürlich wussten wir das. Nehmen wir wieder das Repetiergewehr. Ich denke schon, diesmal nehmen wir nur ein bisschen Splittermunition. 18 Schuss haben wir. Mal schauen, wie wir damit klarkommen. Ja, derbe. Oh, der war schon. Ah, ne. Dann erstmal den. Und. Können wir hier drauf? Ja, cool. They're all of them. Doesn't look like it. Sieht nicht so aus als auch, okay. Aha, da kommt er näher. Ja, Arthur, könntest du dich denn wenigstens mal entscheiden? Danke, das ist lieb. So. Das ist immer so crank, wenn er nicht weiß, wo er hinlaufen will. Warte mal, das machen wir dann so, wenn wir da wirklich jemanden hier. That's them dealt with. You get them untied, and I'll see what they've left behind for us. Ja, ja.
I cut the ropes. So, das ist ja ein Deutscher. Plündern, aufheben mache ich auch gleich. Wir beruhigen jetzt aber erstmal. Da. Machen Sie mich los! Whoa, easy girl, it's okay. Whoa, girl, easy. Sie sind alle weg. Whoa, whoa, easy. Können wir den jetzt vielleicht noch? Ne, kann man nicht. Ist noch zu aufgeregt. Helfen Sie mir! Halt die Klappe, ich muss mich erstmal um mein Pferd kümmern. Bitte, lassen Sie mich gehen. Ja, Mann. Ich muss mich aber erstmal um mein Pferd kümmern. Das ist die einzige Lebensform hier in der gesamten Umgebung, die immer nur nett, brav und zutraulich war. Die einzige. So. Okay. Get out of here. Ja, Kadaver, ne? Gerade hier bei dem Game. Da, so, ich glaube wirklich, da liegt Vielen wirklich Dank die Kraft für Ihre Hilfe. Absolut in der Ruhe. Yeah, okay. Hey, you wait there a second. Charles, go find Dutch. Get the caravan to divert here. This spot should work for us. I agree. Okay, dann lassen Sie also das Dörfchen da hinten in Ruhe. Bringen Sie den Siedler zu seiner Familie zurück. Ja, komm. Steck mal das Messer weg. Kommst du mal mit? Fremde Person, ja. Ah, naja, der wird wohl wissen, was ich will. Ja. Genau, setz dich schön auf die Blutlache auf dem Hintern von meinem Pferd. Also soll ich mitkommen? Ja. Keine andere Chance, leider. Dich habe ich jetzt erstmal am Hacken, Junge. Schauen, wann wir den neuen Weg berechnet haben. Die Alternativroute wurde berechnet. Nee, immer noch nicht. Okay. Oh, ich hätte hier unten lang, oder? Ja, nicht wieder gegen Bäume reiten. Bin ich Fachmann für. Wo bringen Sie mich hin? What the hell did you do to those fellas? Wie bitte? Those men back there. Ah, guck mal. Why did they take you? Geld. Alter, Money. Bitte. Meiner Familie gehört eine Goldmine. Aha. Sie wollen Lösegeld erpressen. How did someone even come up with them words? Wer hat sich diese Wörter bloß ausgedacht? Familie? Vielen Dank. Wie haben Sie sie gefunden? Look, I'm sorry, friend. I can barely speak English. Wildschwein auf der Flucht. Das ist kein gutes Zeichen. Moin. Also ich werde jetzt langsam misstrauisch, ne? Bin ich mal ganz ehrlich. Aber wo hätte der uns denn hingeschickt, ey? Alter Falter. Ist aber schon mal ganz gut, wenn wir uns bei dem hügeligen Land links dran vorbeihalten. Und wir haben ja eigentlich eine neue Jagdgegend, würde ich mal so behaupten, ne? Dem Herrgott sei Dank. Ja, könnte sein, dass die alle abhauen, weil Obelix gerade in der Nähe ist. Oh. Ich hab gedacht, du seist tot. Beinahe wärst du gewesen. Meine Lieblinge. Mein Herz allerliebst. Oh, wie wunderbar. Oh. Sie sind ein großer Mann. Ja. Ein großer Mann. Ja. 1,76. Es ist ein Segen, dass wir sie getroffen haben. Come on, now get out of here. This place ain't safe. Get out of here! Ja, ja, Ramos. Alles klar. Ramos. Ich hab was für Sie. Einen Moment. Jo! Thank you. Vielen Dank, herzlichen Dank. Da guckt er aber doof. Guess it was a pleasure. Ich finde also den Arthur, den haben sie vom Gesichtsausdruck ziemlich geil gemacht. Also die haben da wirklich gut mit den Augen gearbeitet. Und, den Charakter, den man spielt, also unseren Arthur, den hat man auch irgendwie für meine Bedürfnisse ziemlich nah an den Gedankengängen des Spielers angelehnt. So, weil, hey, das... Pff, was auch, was für blöde Ideen, die immer kommen.
Oh, it'll be perfect for us. Hello, Arthur. Dutch. Miss Grimshaw, Mr. Pearson, put everyone to work. Make this place a home. Well, I don't know where the hell we are, but we are going to make the best of it. Ja, die Leute werden wohl das Beste aus diesem Ort machen. Du hast aber echt nicht viel zu beigetragen. Kapitel 3, Clemens Point. Wenige Tage später. Oh, wie cool. Mission abgeschlossen, befremdliche Güte. Brauchen wir jetzt nicht Goldbarren für viel Geld verkaufen. Ja, oder sterben und verlieren. Ich sehe gerade auf der Karte, will Big D wieder mit uns reden. Hab ich überhaupt Bock auf den? Hab ich überhaupt auch nur im entferntesten Bock auf den? Nee. Aber machen wir mal. Oh, eine geile Gegend hier. Ich glaube, wir sind ein bisschen ab vom Schwammgebiet, wollte ich gerade sagen, vom Sumpfgebiet. Dürfte hier drüben sein. Jo. Da ist auch ein Angelköder-Laden. Das ist schon mal ziemlich cool. Puh, dann wollen wir doch mal mit unserem Dutschi reden, mit unserem guten Kumpel. Der neue Süden. How you doing, old friend? It's funny, us ending up down here. My daddy died in a field in Pennsylvania, fighting this lot. I ever tell you that? Many times. I see I'm boring you, Arthur. Ja. Worrying me. We lost der Angler ist immer noch da. There. We have lofty goals, Arthur. We're trying to reform society to a kinder, truer, better way. Now, of course, there's gonna be casualties. We're thieves in a world that don't want us no more. We are dreamers in an ever duller world of facts. Now, I'll give you that, but come on. Mm-hmm. We got the day. It's nice out. Old Jose says that there's a creek around here. I reckon it's full of fish. Das ist unsere neue Station, dachte ich gerade, aber wird ja gar nicht auf der Karte angezeigt. Also von daher ist das leider auch nicht unsere neue Pferdestation. Die ist da hinten. Alter, ja, wir gehen jetzt zu Hosea, der ist wenigstens einigermaßen vernünftig. Der interessiert sich überwiegend fürs Jagen und nicht fürs Leute totschießen. Ach, jetzt gehen wir zu dritt hin, ja? Warmer weather would... My days are looking good along over Dutch. Ah, ja, ja. Das kann ja wieder was werden. Auch Familie Frosch ist schon wieder so. Was machen wir denn jetzt schon wieder? Du hängst hier schon wieder mit dem Dutch rum. Ich hab dir das doch verboten, mit dem rumzuhängen. Ja, aber was will ich machen, ne? So, dann lass uns... nötige Gewehr wegstecken. Dann lasst uns noch mal zum Bächlein ein paar Fischlis fangen, Freunde. Why don't we just fish here? There's a whole lake of them. Because I need to get out for a bit. Me and the old guard. Before any of them back there, oh, there was us. The curious couple and their unruly son. It feels good here. You did well finding that spot, Arthur. More Charles than me. It's like I can breathe again, thick and soupy as this air is. Might even do your whistling pipes some good, Hosea. I was once in this country with Bessie. Ah, feels like a lifetime ago. It was a lifetime ago. Ja, ich denke, wir werden hier auf jeden Fall wieder ein bisschen was über Köder und Angeln lernen und damit dann bei diesem Nebenquest für die Fische irgendwie vorankommen. Damit wir dann auch wissen, was wir für Köder bei dem Anglershop da kaufen sollen. Make enough money, then find somewhere where nobody will find us.
where we don't have to hide. Like where? I got some ideas hatching, but I need you with me. Ja, das brauchst du schon seit Anfang des Spiels, ne? Irgendwie. Und das sind jetzt schon ein paar Stunden her. Also bei euch ein paar Wochen. So keep a low profile, especially in the local town. After Valentine, I want everyone on best behavior here. No trouble. But start turning over the soil and the rocks. See what turns up. Dutch, we've got to be discreet. Imagine what a slew of rich. Ich habe immer noch nicht geduscht. Meine Klamotten immer noch nicht repariert. Geht's aber überhaupt? Weiß ich gar nicht. You'll be able to play them like a fiddle. Nothing would give me greater pleasure, but no buts. Not today. We fish. Oh, cool, guckt euch das an, neue Ochsen und so. Looks like long ahead. Play it cool. Whoa. Ja, mal aus der Perspektive raus. Weil wenn ich hier schon höre, das sind Gesetzeshüter, dann wird mir schon wieder so ein bisschen, na, ihr wisst schon. Hello, gentlemen. Well, look what the cat drug in. I seem to have gotten myself in a spot of bother. Quiet back there. Let's see if we can't sort this out. Was? Nein. How are you, boys? Fine. This is quite some country you have here. We like it well enough. Cody McIntosh, at your service. Lee Gray, this is my deputy Archibald McGregor. It is good to meet you. You a Scot? Partly. The best part. Of course. Now, tell me, sir, what did the silly fancy fop back there do? Nothing too terrible, I trust. He was accused of running a gold mine and investment scam. Oh, no. I'm sure he wasn't. He is a magician. I know him. He's a fool. But he is not a bad fellow. Now, can we just... I wouldn't do that if I were you. Shit! The Anderson boys! I can't have more scandal! Yeah, well, allow super. Us to help, my friend. Arthur! Das ist vielleicht nicht dumm. And take Archibald with you. Just what I signed up for. Come on, big guy. Ist vielleicht nicht dumm. Was wir denn machen, dass wir überhaupt erstmal verfolgen, okay? Keep your guns holstered. We need them Anderson boys alive. Put that thing away. Also Boysons. Come on, hurry. Alter, ich hab da hier kein super duper Pferd. Ich hab ein super geiles treues Pferd, das immer zu mir hält und immer aufpasst. Ja. What's your name, sir? Arthur Callahan. Arthur Callahan starb beim Überqueren einer Brücke. Wir sollten dort Schilder aufstellen. Damit sowas nicht nochmal passiert. Scheibenkleister. So, komm, lass mich hoppeln. Scheibenkleister. Take Archibald with you. Yeah, Mama, come push. Come on, big guy. Perhaps we can discuss the foolish magician. So, stay with Gas geben und dann holen wir. Don't let them get away. What do you think you're doing? Keep your guns holstered. We need them Anderson boys alive. Will you stop that? Come on, hurry. Die Danu sucht schon ein paar Schilder, die sie hier hinpflanzen kann. Ja, aber ist das nicht so? Also in Deutschland machen die das immer so, in Ösi doch bestimmt auch. In Ösi-Reich. Da werden doch bestimmt überall Schilder hingestellt, anstatt die Leute dazu zu erziehen, mal so ein bisschen selber auf alles zu achten. Ich hätte die jetzt hier schon runtergeholt mit dem Lasso, aber... Achtung, er bewirft uns mit Flaschen! Because you ride like my
my grandmother. Alter. You are something else. Komm. You need to get alongside it. Jump on that train. Das hat sich Arthur bestimmt auch anders vorgestellt, hier so auf dem Zug rumzuliegen und von irgendeinem Schwerverbrecher, nein, von Kleinverbrecher vermöbelt zu werden, hat er sich auch nicht so vorgestellt, gerade an einem Sonntag. Nee, darf ich immer noch nicht, ihr wisst schon. Alter Falter. Dann stecke ich das mal weg, vielleicht bin ich da ein bisschen schneller. Scheiß Bull. Get the hell away from me. So, haben wir schon mal wieder einen Rollbraten. Und pass ja auf mein Pferd auf, Alter. Sonst hast du nicht nur ein Problem. Nehmen, ja super. Als ob ich hier noch Zeit hätte, hier noch groß was einzupacken. Ja, ja, gut. Wie war das mit dem Blocken? Warte mal, Blocken? Wo waren die Blocken? Ah, da ist Blocken, okay. Ich block doch. So. So, jetzt aber. Zuck, einmal mit dem Kopf gegen die Tür. Na, das Nachtreten ist unnötig. War nur Mädchen. Nee, Scherz. Jetzt krieg ich Prügel von allen Mädchen. Komm hier raus. Also, oh. Den hätte er sich auch selber schnappen können, oder? Wusch. Ui. Bring him out here. Deputy? Sounded like quite a commotion. Is that him? I sincerely hope so. Old Anders Anderson. So what now? Take him in, come on. Fine job. Also wenn ich jetzt hier einen Zaun finde, dann lege ich den einfach hinter einen Zaun, habe ich ihn hinter Gitter gebracht. Okay. Ja, hilf Sheriff, du musst mir nicht erklären, wie ich irgendwen auf den Hintern meines Pferdes befestige. Das haben wir schon ein paar Mal gemacht. Ah, das kannst du ja gar nicht wissen. Entschuldige, danke für den Tipp. So, haben wir den Burschen da mal ein bisschen. Da war die Idee diesmal ja gar nicht so bescheuert von dem blöden Dutch. Somit haben wir schon mal bei zwei Gesetzesgütern sowas wie ein Stein im Brett oder ein paar Leute im Brett. Ja, natürlich, jederzeit dienen wir dem Gesetz. Morgens, wenn wir aufwachen, abends, wenn wir schlafen gehen, dienen wir dem Gesetz. On your right here, these tobacco fields? Geil, this is part of Callaghan Hall, big estate belonging to the Gray family. Looks bone dry. Yes, we are in dire need of some rain round here, let me tell you. The Grays have lived in Callaghan Hall for generations. Fine people. My family's been working for them for years. Sheriff Gray's the one I know best, of course, but they own half the businesses in town. Which town? Rhodes, sir. Gar nicht mal übel. You don't know it? Where we're headed right now ain't what it was before the war, but it has its charms. I'm sure you already know of the Braithwaites. Like I said, natürlich, klar. Just got down here. Another big family in these parts. They have an estate west of here. Awful people, truly awful. They've been fighting with the Greys for as long as I can remember. Sounds like quite the place you got here. Ja, einen ruhigen Platz, ironisch gemeint und auf Deutsch übersetzt. Ist ja ganz schön was los. Naja. Bear left here. Jo.
nächste mögliche links abbiegend. Ja, Dutch hat ja Waffe. Keine Waffen benutzen und keine Unruhe stiften. Machen wir nicht. Wir sind brav. Wir dienen dem Gesetz. Jeden Tag. Da rein, da raus. Wir können unser Pferd mal ein bisschen loben. Here we are. Welcome to Rhodes. Yeah. Up there on your left is the Rhodes Parlor House. Mm-hmm. Very reputable saloon owned by the Gray family. We also have a general store, gunsmith, cool. Post office, train station, of course. Oh, good, they're back. And that's your friend, right? Yep. Okay, we're gonna stop just ahead on the right, outside the sheriff's office. Can you grab Anders off your horse and carry him in for me? Der Typ, also, lässt hoffentlich jetzt gleich mal gut was springen für die ganze Arbeit, die wir für ihn erledigen, weil er ist ja eigentlich der Deputy. Also Depp. Deputy. We got him. Very good. I told you Arthur would deliver. Man has a passion for justice. That's wonderful. So, about my friend here? Your idiot friend is free to go. But no more trouble from you, partner. I promise you, this was all just a big misunderstanding. Aber stimmt, den haben wir schon mal irgendwo gesehen, ne? Den haben wir doch mal. Der spielte doch irgendwo eine ganze kleine Nebenrolle, oder? Na, auf jeden Fall haben wir damit einen Verbündeten und damit nochmal zwei. Das ist geil. Good citizens of Rhodes, we welcome you. Well, we're just honored to be here. And make your friend behave. We got enough trouble from some of the residents, old-timers, who've gone sadly to seed and lost their dignity. How terrible. Come along now. I will keep this fellow on the straight and narrow. Well, come back and see us sometime soon. Excuse me, gentlemen. Bo, these better be ugly rooms. Is it true you were seen talking to that wretched Penelope Braithwaite? I can't thank you enough. Where have you been? Around. And where you staying? I'm renting a caravan. On the edge of town, behind the church. It's horrible, but no one comes looking. The whole town is trapped in this interminable feud between the two families. Mm-hmm. His lot, Gray's, and Braithwaite's. Interesting. Two old plantation houses, and falling out of rebel gold, and marrying cousins, or not marrying... Arthur, that's... Jose, you start poking around. See what you can find out about that. I have missed you, boys. I've heard. Ja, dachte ich mir, dass wir da bestimmt wieder intervenieren müssen. Bringt ja nichts, sich hier auf den Pulverfass zu setzen. Well, they're good bounties. Where you hear this? Some fellas I met at a camp near the state line said there was talk of it in bars in the north and west for 500 miles. There was talk of super agents or some such. Super agents. I'd love to meet one. It's just talk. I'm sure it is, but I couldn't not tell you. Stay out of trouble. Thank you, gentlemen. So I just walk 500 okay. miles. So these two plantation families. Arthur, you start sniffing around the Gray's place, see what the story is there. Mm-hmm. Yeah, I passed by it earlier with our friend Archibald. Good. Hosea. Können wir nicht mal an die beiden ran hier, ne? Alright. Thank you, Arthur. Quite a fishing trip. Was für ein Angelausflug. I'm up for it. How about you, Arthur? Have you had enough of the chase for one day? Angeln gehen. Klar, Mann. Sure, why not? Great. Hosea. Why don't you lead us to that spot you were talking about? Aber ich hab's nicht mit dem Hut, weißt du? Ich krieg dann immer so kahle Stellen auf dem Kopf oben. Okay. Let's see if we can mein Pferd hat beide Hüte. Get a move on, will you? So, jetzt stehen wir drei Hosennatzen hier rum. Und warten auf unsere Pferde, oder was? Alter. Hey, das ist mein Pferd. Ja, egal. Hat er noch nie gemacht. Geil. Übrigens mal nicht mit so einem Stänkerer durch die Gegend ziehen, aber naja, ist immer noch dabei. Mist.
and it's not a creek. It's the same lake we camped on, just a different pipe. Okay. It'll be worth it. I saw some big drum and sturgeon there. Should be rock bass, bluegills, Steinbarsche, blaue Sonnenbarsche, Flussbarsche und Hechte. Ah, geil. Das wird wieder lecker, lecker. Trelawney owes me for that. Trelawney owes everyone for something, but his information is good. Plus, we are now ingratiated with the local law. I'd say it was a worthwhile diversion all around. Trelawney's like a bad penny. I'm not sure how good a magician he is, but he's certainly good at disappearing when he feels like it. Where does he go? Everywhere and nowhere, it seems. We wouldn't have got Sean back if he hadn't been weaseling around down that way, though. Hey, Dutch, remember that time you found him in the outhouse? Oh, yeah. We hadn't seen him in weeks. We stopped in some dead-end town in the middle of nowhere. Don't even remember the name. You and Bill were off doing something, Arthur. So, we pick up some supplies. I go to relieve myself, open the door, and there's Trelawney, sitting there, newspaper in hand. Mr. Vanderlinde, I say, what the hell are you doing here? And he said, I could ask you the same thing. Now, if you wouldn't mind giving me a little privacy, I ate a rotten oyster. Hey, maybe there are actually 100 Trelawneys. What a terrible thought. So what Trelawney said about those bounty hunters? What you think? I told you, I've had bounty hunters after me for years. When was the last time I didn't have a price on my head? Seems a little bigger now, Dutch. Super agents. That's just Trelawney over-egging the pudding like the showman he is. Unless there's a new breed of special man I don't know about. This is the spot. Down to the left there. Oh, wir sind fast da, wie cool. Angeln. Familie Frosch freut sich auch. Ihr seht gleich ihr Zuhause. I saw some boats around last time. Be good to get to deeper water. Yes, over there on the shore. Ja. Oh ja, da sind ein paar Boote. Cool. Bestimmt irgendwie so ein Bootsverleih. I'm sure nobody would mind if we borrowed one of these. Come on. Falsche Einstellung. So, pass mal auf. Also, ich wurde eben gefragt, wo ist denn dein Hut? Da zum Beispiel. Guck mal, da habe ich Arthurs Hut. Da habe ich den Pirscherhut und Arthurs Hut und den Pirscherhut. Na komm, ich nehme mit. So. Sonst sehe ich so unbehütet aus, nicht wahr? Na, erstmal. Erstmal kacken. Ist immer gut. Pass auf, jetzt soll ich bestimmt zu ihm zurück. Alright. This looks like a fine vessel. Na dann. Okay. Come on, Arthur. Let's get her in the water. Huh? Oh, oh. I got a good feeling about fishing here. It's supposed to be some incredible sturgeon. Okay, here we go. Let me row. You boys are too old for real labor no more. Jetzt darf ich rudern, ja? Ach, Mensch. Ihr seid fies. Enjoy picking on children. Now take us to the deeper water and pray for good luck and stupid fish. Ja gut, also ich meine, das hier wird jetzt nicht plastikverseucht sein, oder? Good fish. That'll do too. Keep going. Hier sind überall Fische, geil. Ja, hier ich, ne? Ein-Mann-Antrieb. I think here's good. All right. Good luck, gentlemen. Angelrute rausholen. Mach ich doch gerade. You really come here at dawn or dusk. That's when you catch the best fish.
We should use a lake lure. That'll give us a much better chance of hooking something big like a sturgeon. Like a sturgeon. Maisköder, Käsekuchen, kein Köder. Seeköder. Haben wir den überhaupt einen? Haben wir nicht. Ach, da unten. What's wrong with a good old worm? Oh, worms are good for tiddlers like bluegill and rock bass, but you'd have to be real lucky to catch a sturgeon with one. Lures it is, then. You heard the expert, Arthur. Let's bait up. Keep the lure moving slowly on the water so it looks like a little fish just asking to be eaten. La 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 la. Got a nibble there, Arthur? Nice, you hooked him. So, ja, so. Okay. Das habe ich noch nicht begriffen, wie ich das ausgleiche, aber ich wackel den immer hin und her und dann ist gut. Also mit dem linken Stick. So jetzt zum Beispiel. Okay, that was a bite. Got him? Jetzt dürfen wir dann auch gleich an Bord haben, den Kleinen. Hey, look at this. There you go. Na, was haben wir denn da? Da haben wir 1, fast 2 Kilo Stahlkopfforelle. Dieser Fisch, auch Regenbogenforelle genannt, ist einer der begehrtesten Trophäen für Angler, die meist Würmer als Köder benutzen. Wir haben diesmal mehr gar keinen Köder benutzt, also keinen Wurmköder. Hey, Hosea, you remember that time we sent Arthur out fishing? He came back with 3 beautiful bass. Not this again. I don't think I do. Oh, yeah. You do. He was maybe 20. 21. Walked in all full of himself. We had a big feast. Ausgleichen. Talked him all night. This was 15 years ago. Und einholen. I remember now. Then, the next week, Arthur and I are at the market. And Fishmonger calls out. Demnächst gibt's bestimmt noch so einen Controller auf das mit angelroten Charakter und so einer Kurbel. Drinking all day, rob someone and buy some fish. I used to go fishing with this feller back in the day. Wesley, his name was. Jetzt haben wir einen miserable bastard, but he loved to fish. We go out all the time. Cool. Was haben wir denn? 1,84 Kilo. Schon wieder eine Regenbogenforelle. Geil. So, können wir jetzt nach Hause gehen? Okay. So, ist mir egal, wie das hier abläuft. Letzte Fisch. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. God. I might swim to shore. Damn it, I lost him. You got a bite. You got a bite there, Arthur. Remember those big salmon I caught in Montana last year? We had a banquet planned that night until Copper went and scoffed a lot. You never had control of that dog. He had some spirit, though. Never lost the puppy. Ich glaube, ich habe sogar einen verpasst. Yeah. Und nochmal, die haben nämlich zu mir gesagt, ey, Arthur, gebissen. Blackwater was the furthest east we'd ever been, as a group, I mean. Feels like the more we try to head west, the further east we end up. We had all those safe spots picked out the line over in New Austin, after the ferry job. Blöd, ne? Kein Fisch, aber ich hab das nur nicht mitgekriegt. Ich hätte da R2 drücken sollen. Und ich dachte mir, wo vibriert der Controller so? No point us trying to get back that way anytime soon. Aber ich denke, dass wir das hier irgendwie abbrechen können, weil sonst machen die das bestimmt hier stundenlang. Man braucht eigentlich nur aufhören, mit dem rechten Knüppel zu drehen hier, wenn der sich aufregt, der Fisch. Dann beruhigt er sich wieder und dann haben wir. So, was haben wir denn diesmal? Wieder eine Regenbogenforelle. Auch wieder 1,84 Kilo. Bam. So. Ich will jetzt meine Angel wegstecken. Last I knew, she was still outside Philadelphia. Kann ich in die Richtung angeln? I left home at 15 and didn't see her again. So doof. She and I didn't always see eye to eye.
I wasn't always a very obedient child. I can only imagine. Still, I loved her in my own way, and she me in hers. Somehow, even from the grave, she managed to have the last laugh. Not reeling in, Arthur. Ha! Got ya! Holen wir den mal schnell ein hier. Auch wieder nur so ein Mini-Ding. Auch wieder eine Regenbogenforelle. Oh, auch schon wieder fast 2 Kilo. So, jetzt probiere ich mal was. Also, hier können wir nicht aussteigen. Schaffen wir nicht. Doch, Angelrute wegpacken. Ja! Hey, I reckon we call it a day, fellas. Already? You ain't been chasing down outlaws. Ja, die Reputation als Gangster ist gefährdet. Pearson will be happy. Should we head back? We could keep the boat not too far back to camp from here. Good idea. Could be useful. What about the horses? Was haben wir jetzt auf einmal? Na gut. Just follow the shore south, Arthur. That was fun. Aha. Thank you, boys. Now, Hosea. Yes. How about a song? Okay. Nein. All right, I got one for you. I asked that gal to give me some. I asked that gal to give me some. She says, wait till the taters is done. I couldn't wait till the taters was done. I couldn't wait till the taters was done. Threw her on the floor and knocked off some. Das ist crazy. Boah, was wir für eine Bugwelle schmeißen, Freunde. Guck mal. Wow. Das ist ein echter Dampfer. Leicht übertrieben. So. Wie weit müssen wir denn? Oh, weit. Komm, Arthur, gib dir mal eine Mühe. Drei Aquamänner, würde ich ja sagen. We spend our lives in jeopardy while others live at ease. Shall we go dance this round, round, round? Shall we go dance this round, round, round? An Aiden is a bully boy. Come pledge me on this round, round, round. Amen. We care not for the martial men that do our states disdain. But we care for the merchantmen that do our stakes maintain. To them we dance this round, round, round. To them we dance this round, round, round. And he that is a bully boy. Ein ganzes Stück hier. Meine Güte. Bravo! Bravo! Well, you know, we should not let the folks back at camp think that we had too much fun. Indeed not. Okay, da war gerade irgendwas. Ah, keine Ausdauer mehr. Da vorne haben wir sogar einen Bootsanlegesteg. Könnte das sein, dass das unserer ist? Das wäre ja cool. So, Arthur, gib mir noch ein bisschen Gummi hier. Wir wollen nach Hause. Die Fische stinken schon. Wir wollen raus aus dem Boot. Ist zu eng. Yeah. All right. I think I... But I mean, we are gonna be okay. I know. Well, I always know. Whenever I got you two by my side, things are gonna be just fine. Erzählt ihr wieder Bauernfänger Beeinflussungsgeschichten? For now, anyway. I hope so. Ich hoffe auch, dass wir jetzt hier endlich mal so ein bisschen was haben, bei dem wir uns zurückziehen können.
Meine Fresse. Der neue Süden. Da haben wir auch direkt wieder neue Aufträge. Aber die werden wir erst das nächste Mal angehen irgendwie. Ja, den wollte ich jetzt gar nicht sehen. Ich wollte das hier sehen. Wir sollen... Was will er denn von uns, Mr. Pearson? Ah, ja gut, das könnte eigentlich noch schnell machen. Leopold Strauss. Gehen wir mal eben zu Pearson und hören mal, was der will. Und wenn wir das wissen, mache ich eine kleine Pause. Arthur, how you been? I've been real worried. What do you want? Don't be like that. Okay, say no more. Tschüss. You're lost, Arthur. Geh arbeiten. Such dir einen Job. GR, aha, da ist noch was aufgetaucht an gelben Punkten. Na gut, werden wir erstmal zu unserem Percival reden. Und schauen, was der will. Ja, und dann werden wir umschwenken auf Horizon, Kinder. Auf jeden Fall. You come near me, sailor, and I'll slice you up. What is wrong with you two? I ain't chopping vegetables for a living. Oh, I'm sorry, madam. Was there insufficient feathers in your pillow? I ain't lazy, Mr. Morgan. I'll work, but not this. Well, ain't cooking work? The bastards have spotted me at the bar and taken the bullets out of me gun. So I stood there laughing and crying. And rather than kill me, they took me and got me some food. My husband and I, we shared the work. All of it. I was out in the fields. I can hunt, carry a knife, or use a gun. But I tell you, you keep me here, I'll skin this fat old coot and serve him for dinner. Watch your damn mouth, you crazy goddamn fishwife. Enough, both of you. Well, come with me then. You want to head out there, run with the man? So be it. But we do more than just hunting. We're hunted. And them things hunting us, well, they got guns of their own. I ain't afraid of dying. Good. You need anything, Mr. Pearson? Maybe me and Mrs. Zad are gonna take a little ride. Mm-hmm. Yeah, sure. Mrs. Here's my list. War das nicht die, die wir befreit hatten? Can you post this letter for me while you're there? Sure. Come on, princess. Princess. Are you coming with me then, woman? So I've graduated from chopping vegetables to shopping. Shut your goddamn mouth. Na gut, wir fahren zum Laden mit der Einkaufsliste. You cool down then yet? I guess. But I ain't no scullion. And I sure as hell ain't taking orders from that sweating halfwit. I guess we all gotta do our share, Princess. Where's that letter? Are you reading his mail now? Oh, robbing and killing's okay, but letter reading's where we draw the line. Ja, ja. Also wir haben auch ein Post, also Briefgeheimnis. Dear Aunt Kathy. You are something else. I haven't heard from you in some time, so I pray to the Lord above that your health has not deteriorated further. Blah, blah, blah. It's boring. Wait a sec. Listen to this. Since we last corresponded, I have traveled widely, making no small name for myself. Before you ask, I am still yet to take a wife, but I can assure you it's not for a lack of suitors. He ever actually even talked to a woman he ain't paid for? Oh, look, we're all hiding behind something. And what's this? Return to Tacitus Kilgore. Oh, that's Dutch's idea. All mail to be sent to the same alias. Whenever we set up somewhere new, Strauss, he heads into town. Doesn't the start expecting mail from a Tacitus Kilgore, whatever they changed it to. Here, give me that back. We got work to do.
So. Ach, jetzt bin ich in dieser Kameraansicht, okay. Ach nee, muss ich den jetzt noch speziell parken, damit sie absteigt? Weißt du was? Ich geh da jetzt rein. Er geht nicht. Er macht gar nichts mehr. Arthur? Arthur? Okay, er hatte gerade leichte Probleme. Ich konnte ihn nur noch mit dem Stick nach rechts steuern. Das ist super. Fahre zum Laden. Ich stehe vor dem Laden. Okay, here we are. So, what's the plan? I shoot the shopkeeper while you... No, you insane. I thought we was outlaws. Outlaws. We rob fools and rob other Alter, nimm dein Tau, wickel die Frau und schmeiß sie da hinten drauf. Mit Knebel und allem Pipapo. No guns. You sure? This time, there'll be time for killing soon enough. What are you doing? I'm gonna go check the mail. Nothing exciting. Gib dich zur Postmeisterei. Patty. How can I help you, miss? It's Mrs. So I need potatoes, carrots, onions, flour, oats, salt. Ich hoffe, die baut keinen Scheiß, ey. Ich trau der noch nicht mal einen Millimeter. Wo ist denn hier die Poststation? Oh, Entschuldigung. So, Briefchen abholen auch noch. Postbote spielen, einkaufen. Kopfgeld können wir eigentlich auch bezahlen, ne? Haben wir irgendwo Kopfgeld? Yo, New Hanover. Okay. So, Herr Beamter, ich würde gerne... Wir können sogar Post verschicken. Ja, müssen wir ja auch, ne? So, The Little Brief. Ja, da können wir dann auch unsere Dinger verschicken, ne? Unsere besonderen Fische oder so. Das kann gut sein. Aber wenn der Postbeamte schon oder der Bahnbeamte schon so vertrauenserweckend aussieht. Oh, guck mal da, ein Spucknapf. Lecker. So, wie gesagt, ich hoffe einfach mal, dass die Olle da sich zusammengerissen hat und dass wir ihr eben die Knarre abgenommen haben. Hier ist aber noch alles zu. Kutsche zu, Butcher zu. Also für uns noch nicht geöffnet. Ah. Ja. Die neue Klamotten an? Thanks. We'll give it back then. Jesus. I didn't ask for his goddamn help. Why don't you drive? Okay. Come on, nein! I like Sadie, not Lady. I know. Yeah! So, you get everything? I think so. And some new clothes, boom, I see. Ja, genau, ein paar neue Klamotten. I can wear what I damn well want. Like I told you, my husband and I shared all the work. I wasn't some little so, wife der letzte Ritt. Flowering her hair, baking cherry pies all day. Zumindest in dieser Welt. Vielleicht reiten wir eventuell sogar auf Säbelzahntigern, wer weiß. Maybe I'll keep my eye out for another one. I don't want no pity. Just treat me equal and know
nobody's taking nothing from me ever again. Mm-hmm. Just don't kill the camp cook. Please. Oh, what's this? Hey. What you folks up to? Just heading home. You're in Lemoyne Raider Country. Keep it cool. You need to pay attention. Apropos die Anfrage, müssen wir mal eben schauen. Weitere Fragen zum Wahlrecht für Frauen. Um Sadie für eine Weile aus dem Lager zu bekommen, nimmt Arthur sie mit nach Rhodes, um Vorräte zu besorgen. Super, das war alles. Was sind das für Typen hier? You don't think so? How about you pull over right now? Pull over? That's what I said. Die beiden euch mit dem Richtigen angelegt. Nee, ich knall den direkt weg. So, und ich habe im Moment nur das Lancaster-Repetiergewehr, okay? Oh, der auf dem Pferd hier noch. Da vorne links sehe ich was. Ich stehe hier mitten in der Wallerei. Ach, da ist noch so ein Dummy, ne? Ah, die kommen hier von allen Seiten. Okay. Alter, Lademmel, das ist übel. Waffe mal wieder rein, ne? Dringend. Ich latsche hier gemütlich rum. Pass mal auf, wir nehmen die hier. Lebst du immer noch? So. Den holen wir uns auch mal direkt. Na, nicht bücken, Arthur. Kriegst es nur im Rücken. So, Hammer. Aha. Irgendein Brief. Wo liegt der? Da. Das nehmen wir noch mit, Freunde. Das nehmen wir noch mit. Können wir alles gut gebrauchen. Wir sind gerade frisch hier neu in der Gegend. Was haben wir denn überhaupt? Kopfbedeckung, Kopfbedeckung. Da lag doch auch noch ein Gewehr. Ach komm, drauf geht's, Dings. Es macht echt keinen Spaß, das Looten hier. Aber das macht nichts. Muss man sich halt ein bisschen anstrengen, ein bisschen Geduld mitbringen. Aber habe ich beides nicht, von daher. Fahren wir mal mit der Ollen. Na Hus. Auf nach Hause. Ich brauche eine Brause. No, pass those reins here. Ach, jetzt darf ich wieder fahren, ja? You've caused enough trouble already. I'm fine. Hey, you want me to drive? We showed those bastards, huh? Ja, ich meine, die hat doch gut reagiert, aber hat ihn direkt erstmal vom Pferd geschossen. So wie sich das gehört. Ja, es kommt darauf an. $5,000 zu der Zeit, dann bist du Milliardär. Obwohl, wir sind fast da, ne? Na, wir werden sehen. Ich tue mich jetzt gerne, weil wir ja die ganze Zeit in so einem Wald waren. Don't you go ribbing Pearson about that letter. Bing, 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 bing. I wouldn't dream of it. Right, you wouldn't. I have traveled widely, making no small name for myself. Ja, ich bin weit gereist und habe mir einen nicht zu kleinen Namen gemacht. Ja, der dicke Koch im Lager. I just want to peek in that journal of yours. The mind of Baldur's. Not a chance. Yeah. Ja, cool. So, sind wir fast da. You didn't get yourself killed then, Miss Adler. Not quite. Well, I'd like to say I missed your refined conversations, but I'd be lying. I enjoyed myself out there. Yes, we
Mrs. Adler did okay. At shopping? Yes, at shopping. Thank you, Mr. Morgan. Don't mention it. I'll ride with you again, Mrs. Adler. You ride with me? Maybe. If you prove you can handle yourself. Well, they say I lack finesse, but I ain't afraid of gun smoke. We got this, Arthur. You've already done me a big favor today. Okay, Miss High and Mighty. And cool, nice cool, cool, cool. Oh, shut up. Irgendwas mit Wahlrecht Frauen. Ich glaube, diesmal habe ich eine Mission sogar silbern abgeschlossen, obwohl ich nicht weiß, ob diese Farben wirklich was zu bedeuten haben. Fällt mir jetzt gerade das erste Mal auf, dass es hier überhaupt verschiedene Farben gibt. So, Kines, wie wär's? Ich lege Arthur mal auf sein Bettchen. Wo ist es überhaupt? Wollen wir denn hier überhaupt? Unsere Hütte? Das hier ist unsere Hütte. Das heißt also schräg links vor uns. Oh, er kann ein bisschen schneller gehen, yippie. Das hier dürfte Pearsons Reich sein. Ne, das ist unser Reich. Ja, cool. Könnte man es eigentlich auch rasieren und so. Müssen wir aber im Moment nicht. Jetzt haben wir hier noch ein paar Dinge liegen. Ja, dieses Buch. Dann hier. Was ist das? Du bist neu, ne? Angelköder oder was? Nee. Aha. Das ist eine Pflanze. Geil. Cool. So, was haben wir hier noch? Ah. Cool. Ein zoologisches Kompendium der Geschöpfe dieser Erde. Von J.D. Goddard. Und Elche sind... Ah ja, alles klar. Das können wir demnächst mal lesen. Aber... Jetzt geht Arthur schlafen und macht Pause. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Bis zum Morgen soll er pennen. So. Wir machen gleich hier noch ein bisschen weiter, aber erstmal brauche ich eine kleine Pause, Freunde. Also gönnt mir die Pause. Ich werde euch auch den Pausenscreen gönnen.